Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir haben in der letzten Folge einen Auftrag bekommen, und zwar Bounty Hunter. Wir müssen die Schlucht untersuchen und das machen wir jetzt erstmal in dieser Folge. Wir nehmen unser neues Pferd hier vorne um die Ecke. Ich habe noch nicht ganz festgestellt, wie das mit dem Anbinden funktioniert, aber wir werden uns jetzt einfach mal in dieser Folge darum kümmern. So, das Ding wird uns hier unten gelb angezeigt. Und dann reiten wir mal los. Das Pferd wollte ich eigentlich erst abgeben. Ich habe das irgendwie eben einen Mann, eben in der Folge gestern, einem Mann geklaut, der uns erkannt hat. Wir waren in Blackwater und wir wurden erkannt in dieser Stadt. Das darf natürlich nicht passieren. Deswegen habe ich ihn kurzerhand einfach mal umgebracht. Keiner hat es gesehen, aber mein Ruf hat sich dadurch verschlechtert. Und dadurch, dass ich jetzt diesen Bounty Hunt mache, werde ich wahrscheinlich meinen Ruf ein wenig verbessern können. Das ist der Grund, warum ich das tue. So. Ich weiß nicht, ob wir die Mission abgeschlossen haben, die wir in der letzten Folge angefangen haben. Wir waren ja eigentlich in der Stadt mit den Girls und mit dem Dude. Und dann haben wir den Frauen geholfen. Und plötzlich kam halt dieser Mann ins Spiel. Und nun weiß ich nicht, ob unsere Freunde da noch stehen oder ob die wieder zurückgeritten sind ins Lager. Und ob ich im Lager die Mission abschließen kann. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir mal angucken. So, jetzt werden wir erstmal... Wow, wie geil es aussieht, bitte. Durchsuche das Gebiet nach Hinweisen auf die gesuchte Person. Pferd anbinden. Und dann suchen wir jetzt mal den Dude oder was. Aber wir müssen ihn lebend fangen. Das heißt, ich muss definitiv mein Lasso mitnehmen. Och, wir können es mal füttern, ne? Klassische Haferplätzchen gefüttert. Wir streicheln das ganze Ding mal. Okay. Habe ich hier überhaupt sowas wie eine Satteltasche? Oder habe ich das Ding nur an meinem Pferd? Lass mal gerade hier gucken. Ah, ich habe das Lasso schon am Start. Okay, gut. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier einen finden, hä? Wollen wir mal gucken. Habe ich mein Fernglas dabei? Was ist das? Was ist das? Ach, eine Laterne. Mein Fernglas. Nee, steck mal ruhig wieder weg, Bruder. Nee, weg, habe ich gesagt. Fernglas habe ich anscheinend nicht dabei. Was soll's. Wir suchen einfach mal. Ich denke mal, dass er da oben irgendwo rumlungert. Keine Ahnung. Was ist eigentlich mit dem... Wow, da vorne steht ein Pferd. Und da vorne ist der Dude, glaube ich. Wollen wir mal gucken, ob wir uns da nähern können. Ich gucke nochmal, ob ich das Fernglas irgendwie... Dynamit als Wurfwaffe, Alter. Waffen. Oh, ich kann pflegen. Komm, wir pflegen erstmal unsere Weapon oder was. Reinigen. Ist also sauber. Okay. Steck das Ganze mal weg. Und wir kriegen schon tatsächlich den... die Anzeige, dass der Typ da vorne ist. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das machen, ne? Wollen wir uns erstmal versuchen anzuschleichen? Noch sieht er uns nicht. What we got here? Psst. Leise. Konfrontiere den Gesuchten. Ah, ich kann ihn aber nicht konfrontieren mit einer Waffe. Weil er will ihn ja lebend haben. Konfrontieren. Benedict Albright. Are you Benedict Albright? Oh, sir? Kind of look like him. And I was told he'd be up here.
No. Not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Oh, partner, that's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. Mm-hmm. I'm a scientist. Mm-hmm. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Wait. Hold on. Hold on. Festhalten. Hochziehen, hochziehen, hochziehen. Oh, shit. Komm schon, komm schon. Oh, wir haben ihn. Oh, you saved me. Now come on, buddy, let's make this easy. What, you're taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump! Or what? You can't shoot me, huh? Please. I'll take my chance. Come in! Bye, friend! Really do not like you. Neues Pferd. Wo ist er? Ungarisches Halbblut. Da vorne ist er. Okay, ich denke mal, wir müssen ihn definitiv einfangen mit unserem Lasso. Wo ist er? Wo ist er? Ist er schon weiter? Okay. Wo ist er? Da ist er, da ist er. Okay, wir müssen hier hoch. Was? Wir müssen da nicht hoch? Ich war zu langsam, oder was? Nein, 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 nein. Kontrollpunkt neu starten. Ich habe den Gesuchten aus den Augen verloren. Das stimmt doch gar nicht. Was ist das für ein Scheiß? Okay, egal. Machen wir weiter. Ja, run! Wir nehmen das Lasso. Halte Bla gedrückt, um die Kinokamera einzuschalten. Jetzt behalte ich ihn aber echt im Auge hier. So, jetzt ist er nämlich schon hier vorne. Fuck. Okay, okay. Scheiße, wir müssen hier durch. Komm. Schneller. Heftig. Er ist voller Marsch. Da vorne ist er. Oh, wie weit wir reiten. Okay, wir sind angekommen. Schwupp. Komm, wir ziehen ihn ran. Oh, es wird dunkel. Ziemlich schnell sogar. Ist denn da oben gerade lang geflogen? Ein Blatt oder so? Haha, wie so ein Fisch. Komm. Halte Kreis gedrückt, wenn du in der Nähe bist, um ihn zu fesseln. Go.
Okay. Willst du mich jetzt rollen, Bruder? Alter, ohne Scheiß. Er will mich echt verarschen. Er will mich echt verarschen, Alter. Ich hab übel Bock, ihn abzuschießen. 50% Ausdauer erreicht, ja, dann war es ja noch für was gut. So, gedrückt halten, fesseln. Junge, 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 Junge. Ab auf die Schulter, ey, mit dem Typen. Dann wieder drücken, fährt. Pam! Genau so. Ja. Erstmal plündern. Oh. Aufheben. Goldene Taschenuhr. So, wir haben unseren Buddy. Wie war nochmal diese Pferde-Whistle? Egal, wir laufen einfach zu dem anderen Pferd zurück. So viel Zeit haben wir ja. Wow, war eine krasse Aktion. Ich bin sogar einmal in Anführungszeichen gestorben. Weil ich nicht gewusst habe, dass ich da durch den Fluss durchreiten kann. Aber na klar, warum nicht? Ich hoffe, dass wir vor Einbruch der Nacht quasi in der Stadt wieder ankommen. Es ist ja schon Nacht, das ist ja der Mond. Wow, okay, der Mond ist very hell. Naja, dann wollen wir mal schnell zurück zum Pferd, bevor hier irgendwelche Tiere meinen, sie müssen uns angreifen oder so. Das wollen wir natürlich nicht. So, wir sind da. Verstauen. No, we're riding back to say. Tiefes Wasser reitet, wird sie vom Rücken des Tieres fallen und wahrscheinlich ertrinken. LOL! Wir können jetzt nicht über Wasser reiten mit dem Dude. Aber doch hier, oder? Nee, vielleicht doch. Hier können wir reiten. Das war close. Alles klar. Wir sind auf dem... auf der anderen Flussseite und können jetzt wieder zurück zur Stadt, um den Gesuchten abzugeben, bringe ihn ins Büro des Sheriffs und stecke ihn in eine leere Gefängniszelle. Gesuchten schlagen, Alter. Oh, hier. Part of the Milky Way, seen in sky. Subnormal. Genau. Will er sich selbst umbringen. Mit seiner eigenen Giftmedizin. Sir, this isn't necessary. I'm a medical man. A healer. So, wir binden das Pferd wieder fest. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Who made you judge? I'm only in it for the money. So, schön festbinden. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. We're going for a walk. Zack. So, jetzt haben wir ihn. Gehen hier rein. Moin. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? In the cell in the back. Hintere Zelle. Hintere Zelle? Cell in the back? Einfach hier? Oder was? Ja, okay, dann legen wir ihn einfach hier ab. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Nicht schlecht. Madam. Nicht schlecht, $50. Remember what I told you. Yeah. So, wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Yeah. Ah, ja, geil. Und jetzt blinkt es hier immer noch. Ordentlich gelb. Und
Da ist doch tatsächlich ein Pferdesymbol auf der Karte. Komm, wir versuchen es nochmal mit dem Pferd. Das hier ist ja von dem... Herstellen? Was habe ich jetzt denn gedrückt? Crafting oder was? Ha, wie krass. Crafting, Flintengeschoss, Tierfett, Alter. Verbessertes Wurfmesser. Raubtierköder, starker Pflanzenfresserköder. What the fuck? Wow. Okay, dann nehmen wir uns wieder unser Pferd, ne? Ich denke mal, es ist nicht das Klügste, ein anderes Pferd zu suchen, wenn es dunkel ist. Aber dieses Sim... Hallo? Kannst du mal bitte... Aufsatteln. Pferd, was ist mit dir? Hä? Kann ich das jetzt nicht mehr benutzen? Klar, ich habe doch hier noch ein Symbol. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Er will nicht. Der Gaul, er will nicht. Aber ich kann doch jetzt nicht einfach da zu Fuß hinlaufen. Allerdings war es auch gar nicht so weit. Satteltasche durchsuchen. Nee, das wäre ja höchst illegal. Oh! Das wollte ich nicht. Alter! Wo war denn... Wo war denn nochmal dieses Pfeifen? Ach, verdammt. Komm, dann rennen wir dahin. Dann verbessern wir jetzt einfach mal unsere Ausdauer. Und rennen einfach zu diesem Pferd. Cause why not? Der hat sich mit Sicherheit gerade ganz böse das Schienbein gestoßen oder so. 75% Fortschritt für Stufe 4 erreicht. Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir gerade ein Stück gehen. Finden wir das Pferd noch, Mann? Ich will es echt hoffen. Also so weit war es eben eigentlich gar nicht. Die Schlucht ist schon da vorne, ich sehe sie ja. Ah, wir können Kräuter sammeln. Warum nicht? Sandthymian. Ich denke, das wird uns definitiv noch irgendwann mal was nützen. So, und jetzt gehen wir einfach zu dem Pferd, oder nicht? Irgendwie habe ich es eben ja nicht geschissen gekriegt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das graue Pferd... What the fuck is that? Holy shit. Look on my work. Okay, irgendwie ist hier anscheinend echt ein ganz kranker Dude unterwegs. Das Tierfutter hier für die Vögel sieht definitiv komisch aus. So. Ui. Oh ja, hingefallen. Hä, wie cool das gemacht ist hier, ey. Okay, wollen wir mal einfach weiter gucken. Weit dürfte es ja nicht sein. Wie gesagt. Vielleicht können wir hier auch einen kleinen Cut machen bis zu dem Punkt, wo ich das... Sorry, Mates. Aber da habe ich gerade Wölfe gesehen. Wolves at night. Wollen sie mich angreifen? Ich hoffe nicht. Wir rennen weiter. Ich könnte gleich mal irgendwie ein bisschen was... Ausdauer erhöht, Stufe 4. Guck mal, rechts ist so eine Tierpfote. Ich denke mal, das wird es dann sein. Die Nacht ist übelst hell hier, ey. So, unser Pferdekopf hat sich wieder... in was Weißes verwandelt.
Jetzt sag mir nicht, da hinten steht einfach nur mein Pferd, Alter. So, wir gucken uns mal den Kojoten an. Ist er weggelaufen? Tatsache. Na, das ist ja eine tolle Jagd hier. Das ist tatsächlich unser Camp, oder was? Habe ich mich schon wieder in die Irre leiten lassen. In der letzten Folge war es nämlich auch schon so. Ausdauer. Du hast 25% Fortschritt der Stufe Dings erreicht. Tatsache. Vorräte. Okay. Unsere Vorräte sind bad. Dann werde ich mich jetzt eventuell nochmal darum kümmern. Hallo, dann habe ich halt ein Pferd in der Stadt und eins hier. Auch nicht schlecht. Vielleicht ist die Situation auch schon vorbei, dass ich das Pferd suchen kann. Bringe Pearson Tiere, um das Lager zu versorgen. Er kann Fleisch für Essen benutzen und aus den Häutentaschen mit erhöhter Kapazität herstellen. Gegenstände. Was ist das denn? Kamera. Okay, dann muss ich mal gerade an mein Pferd. Das war hier hinten. Dann werden wir jetzt mal versuchen, ein bisschen was zu jagen. Mit der restlichen Zeit dieser Folge. Ist das mein Pferd? Das ist mein Pferd, ne? Tennessee Walker, Baby. Füttern. Oh, ist voll blutig, das Ding, glaube ich. Streicheln. So, dann gehen wir mal an die Tasche hier dran. Pferdeinventar. Wo ist mein Bow? Alles klar, habe ich anscheinend nicht hier. Was geht? Wo kann ich denn meinen Bogen nehmen? Halstuch, Schützenhandschuhe. Crafting, Lager, Werkzeuge. Hä? Das ist natürlich jetzt richtig dösig. Okay, dann... Was ist das? Hausel. Dann würde ich sagen, war es das erstmal hier von dieser Folge. Wir haben den Typ zurückgebracht. In der Stadt war natürlich noch wieder ein gelber Bereich, den ich jetzt völlig außer Acht gelassen habe. Und ich denke, die nächste Folge wird genau da wieder starten. Ich werde dann jetzt off-cam wieder zurück zur Stadt gehen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis denne. Tschüssikowski.